Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Kindergesundheitsschutzgesetzes und zur Aufhebung der Verordnung zur Bestimmung des Hessischen Kindervorsorgezentrums 1951-42. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Sozialminister. Stefan Grüttner, bitte sehr, hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz wird im nächsten Jahr 10 Jahre in Kraft sein. Im Rahmen der Evaluierung des Gesetzes und der damit verbundenen Verbändeanhörung durch die Landesregierung konnten wir feststellen, dass die gesetzlichen Regelungen mittlerweile auf große Zustimmung stoßen. Vor allen Dingen, nachdem es uns im letzten Jahr durch die Einführung einer Clearingstelle im Zentrum gelungen ist, die von den Kommunen immer wieder kritisierte hohe Zahl von Fehlmeldungen wegen vermeintlich nicht durchgeführter Kindervorsorgeuntersuchungen deutlich zu reduzieren. Aber lieber eine Fehlmeldung zu viel als eine verpasste Untersuchung zu viel. Das Universitätsklinikum Frankfurt nimmt nunmehr seit fast 10 Jahren als hessisches Kindervorsorgezentrum auf eine ganz hervorragende Art und Weise eine wesentliche Aufgabe für den Kinderschutz und den Gesundheitsschutz für unsere Kinder in Hessen wahr. Es ist zuständig für das Einladungs- und Kontrollwesen, für die in Hessen gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis 9. Des Weiteren führt es das Neugeborenen-Stoffwechsel-Screening durch, und schließlich ist die Tracking-Zentrale für das Neugeborenen-Hörscreening hier angesiedelt. Aus diesem Grunde regeln wir nunmehr unmittelbar im Gesetz, dass das Universitätsklinikum Frankfurt die Aufgaben des Hessischen Kindervorsorgezentrums wahrnimmt. Eine gesonderte Rechtsverordnung braucht es dafür nicht mehr. Hierzu gehört dann auch eine gesetzliche Regelung der Fach- und Rechtsaufsicht über das Hessische Kindervorsorgezentrum. Wir legen mit dem Gesetzentwurf explizit fest, dass das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium für diese Fach- und Rechtsaufsicht zukünftig zuständig ist. Wir ergänzen im Weiteren den Hessischen Kindervorsorgebeirat, der mit der Aufgabenwahrnehmung des der die Aufgabenwahrnehmung des Kindervorsorgezentrums begleitet, um 2 weitere Mitglieder, die Landesärztin für hör- und sprachbehinderte Menschen und eine Vertreterin des Hessischen Hebammenverbandes. So wird noch einmal die Fachkompetenz dieses Gremiums deutlich erhöht. Entfallen kann hingegen die hessische Regelung hinsichtlich der Voraussetzungen zur Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Dies hat mittlerweile der Bund umfassend im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz geregelt. Da das Bundesrecht im Landesrecht insofern vorgeht, können wir die hessische Regelung nunmehr streichen. Und im Namen der Verbändeanhörung wurde an uns erneut der Wunsch herangetragen, auch die Teilnahme an den Untersuchungen U10 sowie J1 und J2 gesetzlich verpflichtend zu machen. Die Teilnahme an diesen weiteren Kindervorsorgeuntersuchungen unter Präventionsaspekten für die Kindergesundheit ist in jedem Fall sinnvoll. Allerdings ist eine Ausweitung der gesetzlichen Verpflichtung problematisch und wäre vor allen Dingen unter verfassungsrechtlichen Grundsätzen bedenklich. Vielmehr muss es an dieser Stelle nicht einer gesetzlichen, sondern als Aufgabe der Kinder- und Jugendärzte zu verstehen sein, bei den Eltern und später bei den Jugendlichen selbst für die Teilnahme an diesen sehr sinnvollen Untersuchungen zu werben und dabei, das vergesse ich nie und an keiner Stelle zu sagen, sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen an die HPV-Impfungen zu erinnern, die einen ganz wesentlichen präventiven Charakter haben werden. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Die Erfahrungen zeigen, dass man, wenn entsprechend geworben wird, eine hohe Beteiligung sicherstellen soll. Das Hessische Kindervorsorgezentrum hat 10 Jahre gut gearbeitet für die Kindergesundheit in unserem Land. Und ich denke, es wird es auch in den nächsten Jahren tun. Herr Minister, herzlichen Dank. Der Gesetzentwurf ist eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, ich danke Ihnen für diese zügige Erteilung des Wortes. Ich möchte für meine Fraktion erklären, dass der Gesetzentwurf klug, durchdacht und wohl abgewogen erscheint. Wir der
gegebenenfalls die Unterlagen auch gut. Wir konnten die Unterlagen prüfen. Wir finden den Vorschlag, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen richtig und sinnvoll und würden dem auch folgen wollen und bedanken uns recht herzlich. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet, für Ihren zügigen Beitrag. Dann gebe ich das Wort weiter an den Kollegen René Rock, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wer noch die Genese des Gesetzes vor Augen hat und die Diskussionen, die wir dazu geführt haben, und die Bedenken, die dazu im Raum standen, wer das alles noch vor Augen hat, der ist sozusagen schon überrascht, wie doch, sage ich jetzt mal, grundsätzlich positiv heute das Gesetz gesehen wird. Und es zeigt, dass sich auch die Auseinandersetzungen und die Debatten rentiert haben, um dann doch etwas Ausgewogenes auf den Weg zu bringen. Und wir hatten ja auf dem Weg schon noch auch den kleinen ein oder anderen Stolperstein noch auszuräumen. Und es ist eine sehr sensible Debatte. Und darum bin ich auch an der Stelle, glaube ich, beim Minister eine einfache Ausweitung sage ich jetzt mal, verpflichtenden Untersuchung ist ein sensibles Thema, und das sollte man nicht en passant machen. Meine Grundhaltung ist, ohne das jetzt noch weiter vertiefen zu wollen, auch die zu sagen, das erfordert noch einmal gute Überlegungen. Das müsste man noch einmal deutlich hinterlegen. Momentan sehe ich da auch keinen zwingenden Handlungsbedarf, hier Ausweitungen vorzunehmen. Ich bin auch ganz klar der Meinung, dass man eine Ausweitung des Beirates durchführen sollte. Auch das, was hier im Raum steht, ein Hebammenvertreter, Landarzt, Landärztin für Hör- und Sprachbehinderte, das ist angemessen, das ist ausgewogen. Auch das tragen wir sicherlich mit. Sozusagen die formale Veränderung auf Basis von Rechtsverordnung jetzt auf Gesetzesbasis zu gehen, das ist auch etwas, was wir mittragen können. Von daher, zum jetzigen Zeitpunkt steht aus meiner Sicht jetzt keine Ablehnung im Raum. Wir können uns momentane Zustimmung vorstellen, aber wir warten natürlich auch noch einmal die Debatte ab, ob noch Aspekte in den Raum gestellt werden, die wir noch nicht bedacht haben und die dann noch einmal ein Überdenken nach sich ziehen würden. Zur jetzigen Zeit und bei dem jetzigen Kenntnisstand kann ich mir sehr gut eine Zustimmung vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock, Seligenstadt. Das Wort hat die Frau Abg. Daniela Sommer, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Frankenberg, ja, Moment, weisen wir schon darauf hin. Bitte sehr, erst das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kinder müssen sich gesund entwickeln können. Sie benötigen Fürsorge und Schutz. Das Gesetz hat dies zum Ziel, und positiv hervorzuheben ist, dass seit es in 2007 erhoben wurde, die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen für Kinder auf etwa 98 % gestiegen ist. Das Gesundheitsschutzgesetz, und da sind wir uns sicherlich alle einig, ist richtig, wenn es zur Teilnahme an den U-Untersuchungen motiviert, meine Damen und Herren. Dennoch gab und gibt es Kritik an dem Gesetz, das sich auf die Vorsorgeuntersuchungen beschränkt. Ich möchte hier und heute nicht noch einmal die Debatte eröffnen. Herr Grüttner und auch Herr Rock haben darauf hingewiesen, wieso die Jugenduntersuchung mit aufgegriffen wird bzw. nicht aufgegriffen wird oder ob man die Untersuchung bis zum 12. Jahr erweitern sollte. Das können wir ja im Ausschuss noch diskutieren. Ich möchte zunächst auf den Kindergesundheitsschutz eingehen. Wer Kinder schützen und ihre Gesundheit schützen will, der muss zuallererst die Familie und deren Gesundheit schützen. Es muss darum gehen, Kinder aktiv, präventiv und intervenierend zu schützen. Und dies zu stärken und zu realisieren, fängt nach meiner Ansicht nach so früh wie möglich im Setting der Familie an. Und ich bin froh, dass wir die frühen Hilfen haben.
In den letzten Monaten und auch in den letzten Ausschusssitzungen – und wir können uns, glaube ich, noch alle gut daran erinnern – haben wir diskutiert, wie die Begleitung der Eltern und Kinder in der Schwangerschaft im Wochenbett aussieht und dass hier viele Verbesserungen noch kommen müssen. Das ist unerlässlich, meine Damen und Herren. Kern eines solches vorliegenden Gesetzes müsste daher insbesondere die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebotes sein, im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern, in den ersten Lebensjahren vor allen Dingen, von Müttern und Vätern, von schwangeren Frauen und werdenden Vätern, auch bezogen auf die Gesundheitsprävention. Der SPD ist es wichtig, dass die Zugänglichkeit beispielsweise zu Familienhebammen, Mütterpflegerinnen, zu Elternbildung und sonstigen niedrigschwelligen Angeboten zur Beratung und Hilfe verbessert wird. Denn, meine Damen und Herren, nur so kann Resilienz aufgebaut, Kinder- und Familienwohl sowie Kinder- und Familiengesundheit von Anfang an gut unterstützt werden. In der Debatte 2012 wurde schon von den Oppositionsparteien deutlich gemacht, dass ein Kindergesundheitsschutzgesetz, das auch Kindermisshandlungen und Kindervernachlässigungen vermeiden und identifizieren soll, mehr braucht als U-Untersuchungen, meine Damen und Herren. Und es wurde gebeten, nachzubessern und bessere Methoden für Kinderwohl einzubringen. Ich habe mich sehr gewundert, Herr Bocklet, eben von Ihnen zu hören, dass Sie das Gesetz im Kompletten unterstützen. Denn es waren Sie damals, der gesagt hat, Sie möchten nachsteuern, weil eben solche Methoden im Gesetz fehlen würden. Sie haben gesagt, dort würde ganz viel fehlen. Sie haben nun die Chance, nachzusteuern. Und ich bin ganz gespannt auf Ihren Änderungsantrag. Eben hat es sich so angehört, als würde von Ihnen nichts mehr kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Erkenntnisse in einer Anhörung, wo Verbesserungspotenzial ist, wie die Zuordnung vom Kindervorsorgezentrum bewertet wird, wie sich der bürokratische Aufwand entwickelt hat, wie viele Fälle gemeldet worden sind, inwiefern das Ziel des Gesetzes, nämlich Kindermissbrauch und Vernachlässigung aufzuspüren und dort zu helfen, wo angebracht, tatsächlich erreicht wurde, meine Damen und Herren. In Hessen, das will ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, gibt es das Projekt Keiner fällt durchs Netz und Welcome Hessen. Doch beim genauen Hinsehen, meine Damen und Herren, ist leider zu berichten, dass die Welcome-Teams gut in Südhessen vertreten sind, aber in Mittelhessen und Nordhessen nur jeweils in zwei Städten. Also von einer flächendeckenden Hilfe kann hier nicht gesprochen werden. Dabei gibt es so viele kompetente Partner, die sich gerne einbinden würden. Vorsorge, meine Damen und Herren, das ist bekanntlich das beste Mittel, Kinder vor Gefährdung zu schützen. Risiken im Alltag von Familien in belastenden Lebenslagen müssen frühzeitig erkannt werden. Diesen Familien soll von Anfang an eine verlässliche Hilfe und Begleitung angeboten werden. Und diese sollten schnell erreichbar sein, kurzfristig zur Verfügung stehen und sich ganzheitlich verstehen. Dafür ist es aber notwendig, insbesondere die Strukturen des Gesundheitssystems und der Kinder- und Jugendhilfe sowie von anderen Institutionen, die Kontakt zu jungen Familien haben, eng und vor allen Dingen verbindlich zusammenzuführen, um eine Vernetzung und Effektivität im Kinderschutz zu erreichen. Der Schutzauftrag bei Kinderwohlgefährdung kann immer nur in gemeinsamer Verantwortung getragen werden, meine Damen und Herren. Den Aspekt des Beirates, in dem Hebammen, die Landesärztin für Hör- und Sprachbehinderte mit aufgenommen werden sollen, das bewerten wir als sinnvoll. Die Frage ist aber auch, ob es noch andere Expertisen gäbe, die man mit einbinden müsste. Meine Damen und Herren, ich wiederhole gerne mein Anfangsstatement. Wer Kinder schützen will, muss das Familienwohl schützen und stärken. Wer aber die Familie nicht schützt, aber vom Kinderwohl redet, der hat die sich aufzeichnenden Konsequenzen nicht verstanden. Zum Wohle der Kinder und Familien, dass keiner durchs Netz fällt in Hessen, wünsche ich uns gute Beratung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz ist bis Ende dieses Jahres befristet. Es muss evaluiert, angepasst und verlängert werden. Die Novellierungen verändern das Gesetz nicht wesentlich. Die Bedeutung des Gesetzes soll hier aber herausgestellt werden. Dem Team des Hessischen Kindervorsorgezentrums, das ihren Sitz in den Universitätskliniken Frankfurt hat, unter Leitung von Prof. Kieslich, möchten wir Dank und Wertschätzung aussprechen. Die Änderungen des Gesetzentwurfs gegenüber dem Gesetz von 2007 sind kurz zusammengefasst. Jetzt nehmen die Universitätskliniken durch Landesgesetz die Aufgabe des Kindervorsorgezentrums wahr. Bislang erfolgte dies durch Rechtsverordnung. Die Rechts- und Fachaufsicht erfolgt durch das zuständige Ministerium. Der Kindervorsorgebeirat wird durch Experten auf den Gebieten Neugeborenen-Hörscreening und Stoffwechselscreening durch Ärzte und Hebammen erweitert. Das Kindervorsorgezentrum organisiert und überprüft die Vorsorgeuntersuchung bis U9. Aufforderungen und Mahnungen erfolgen verständlich und einfühlsam. Jugendämter erhalten als letzten Schritt Hinweise, um gegebenenfalls Sanktionen zum Kindeswohl einzuleiten. Es erfolgen über Broschüren, Internet und gegebenenfalls Gespräche Informationen für die Eltern. Kinder- und Jugendärzte erhalten fachliche Informationen und Fortbildungsangebote. Publikationen und Tagungen dienen der Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte. Die Sprachstandserhebung wird für die 4- bis 4,5-jährigen Kinder organisiert. Sie erfolgt durch speziell ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher vor Ort. Störungen der Sprachstandsentwicklung sollen frühzeitig erkannt werden, um therapeutische Maßnahmen vor Schulbeginn einleiten zu können. Das standardisierte Kindersprachscreening KISS wird immer fachlich diskutiert und gegebenenfalls auf den neuesten Stand gebracht. Das Neugeborenen-Stoffwechselscreening erfolgt in Hessen über das Standardprogramm bundesweit hinaus. Mukoviszidose, Erkrankung der Schilddrüse und Nebenniere können durch einfache Untersuchungen zumindest verdachtsmäßig erfasst werden. Auch der Fachbeirat wirkt bei der Erstellung und gegebenenfalls Erweiterung der Untersuchungsprogramme mit. Störungen der akustischen Wahrnehmung können durch einfache und schmerzfreie Untersuchungen erkannt werden. Durch diese Gesetzesnovellierung soll der Kinderschutz gestärkt werden und der Bekanntheitsgrad des Kindervorsorgezentrums erweitert werden. Nochmals möchten wir allen Beteiligten im Kindervorsorgezentrum, in der Universitätsklinik, den ausführenden Pädiatern in den Praxen und den Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertagesstätten für ihre Arbeit danken. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ralf-Norbert Bartelt. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da Wiederholungen nicht immer alles besser machen, schließe ich mich einfach vollumfänglich den Worten von der Kollegin Sommer an. Und weil die Landesregierung und insbesondere die GRÜNEN an der Stelle jetzt sagen würden, na ja, die Opposition muss mal wieder im Chor meckern, erlaube ich mir an dieser Stelle mit Ihrer Erlaubnis einen Menschen zu zitieren, der anlässlich der letzten Anhörung seinen Kommentar zu diesem Gesetz abgegeben hat. Der ist sehr grundsätzlich, und es handelt sich hierbei um einen Kinderarzt. Der schreibt, so gut wie nie ist durch dieses Gesetz eine vorher nicht bekannte Kindeswohlgefährdung entdeckt worden. Es ist für den Kinder- und Jugendarzt während einer U-Untersuchung gar nicht möglich, die Lebensumstände und die ganze Bandbreite des Kindeswohls zu erfassen. Dazu ist er auch nicht ausgebildet. Eine wirkliche Hilfe ist nur durch eine aufsuchende Betreuung zu erreichen, wie sie in vielen europäischen Ländern selbstverständlich möglich ist. Hiervor
hat sich aber die Politik gedrückt und das Problem damit für sich scheinbar gelöst, indem einerseits eine neue, kräftezehrende, aufwendige bürokratische Struktur geschaffen wurde, die jetzt um eine Clearingstelle usw. erweitert werden soll. Andererseits wird das Problem aus dem ureigenen sozialen Bereich in den medizinischen Sektor verschoben, der aus anderen Quellen finanziert wird. Ein geschickter Zug. Er schreibt an anderer Stelle, das Einzige, was dem Gesetz abgewonnen werden kann, ist ein Überwachungsgefühl der Bevölkerung mit einer dadurch deutlich verbesserten Bereitschaft, an den Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. Damit wird aber gleichzeitig einer Medikalisierung der Kindheit Vorschub geleistet. Psychosoziale und erzieherische Unzulänglichkeiten werden durch Diagnosen und Therapien ersetzt, anstatt durch Familienhilfe und andere Angebote nach dem KJHG. Das schont zwar die Kassen der Sozial- und Jugendämter, verteuert aber das Gesundheitswesen. Ich glaube, diese Anmerkungen, diese Kritik sollten wir sehr ernst nehmen. An der Stelle muss Arbeit geleistet werden, und an der Stelle haben wir als Politik die Verantwortung, Sorge zu tragen, dass das, was hier ein Kinderarzt, dem wir jetzt die Aufgabe zuschreiben, uns hier aufschreibt, umzusetzen, damit wir Kinder- und Jugendschutz an der Stelle gewährleisten können und es nicht wegschieben in eine Ecke, wo man sicherlich auch Hinweise finden kann, wo aber nicht die Lösung des Problems liegt und wo auch nicht die Antworten auf all die Fragen gegeben werden können, die gegeben werden müssen. Wir brauchen an der Stelle eine Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes und können es nicht bei diesem Gesetz belassen. Das ist die dringend notwendige Aufgabe dieser Tage. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Fachausschuss. Machen alle begeistert mit.